Kitas oder Ausbildungsplätze. Und vor allem ein angemessener Lohn für alle. Die Arbeitsplätze werden wie vom Sturm mit Feuer geweht. Die Profitgeier hängen über uns mit vollen Taschen. Da geht noch mehr rein. Muss hinterziehen. Es muss aufhören mit der Ausbeutung der Menschen. Mit der Abspeisung von Billiglöhnen. Leute, die mit vollem Einsatz arbeiten, sollen auch angemessen bezahlt werden. Ihre Familien ernähren können und nicht noch zu Hartz IV rennen müssen und es aufstocken müssen. Dafür kämpfen wir eine volle Leistung, ein voller Lohn. Aber wie bekannt ist, wird hier Geld in Waffen und Drohnen verschleudert. Und einsetzen. Ich wäre auch für eine Vermögenssteuer. Denn wenn alle von oben nach unten abgeben, dann wäre genug für alle da. Die Steuersünder werden nicht einmal bestraft. Doch wir kämpfen hier für ein sozial gerechtes Leben. Dafür brauchen wir keine Waffen, dafür brauchen wir uns. Ja. Wenn wir alle zusammenstehen, können wir denen da oben zeigen, dass es uns gibt. Hartz-IV-Empfänger werden verhöhnt mit einem Fettblatt aus Pinneberg. Zum Beispiel legt doch ein Stein ins Klo, dann spart ihr Wasser oder saugt Wasser. Dafür ist Geld da, für so ein Dreck zu drucken. Lasst nicht zu, dass irgendeine Schweinerei davon kostet. Geht raus auf die Straße. Lasst uns gemeinsam kämpfen gegen diese Scheißpolitik. Auf ein ehrenwürdiges Leben. Vor den Wahlen schmieren sie uns Honig ums Maul und nichts davon hat Hand und Fuß. Wir werden jeden Tag aufs Neue verarscht. Die gehen einfach über Leichen, denn sie meinen, von 9 Euro mehr geht uns gut. Das wird uns doch von hinten rum wieder aus der Tasche gezogen. Mit Ja und Nein, damit wir wissen, was wir ankreuzen müssen.